Herzlich willkommen zu GamesTV 24 Daily, heute mit folgenden Themen. Die Gewinner des Deutschen Entwicklerpreises 2016 natürlich, dann massenweise Gerüchte zur Nintendo Switch, Batman Telltale, Assassin's Creed 3, Star Wars Battlefront und Xbox One. So sieht's aus. Wir fangen mit den Gewinnern an, ne? Ja, ich mal sagen. Gestern Abend war ja die Preisverleihung in Köln zum Deutschen Entwicklerpreis 2016. Das ist eine, ja, ich glaube sogar die älteste deutsche Preisverleihung, was so Spiel Awards angeht. Wir haben ja gestern Abend auch das Ganze im Livestream gezeigt. Habt ihr euch vielleicht angeschaut. Die Kollegen haben so ein bisschen überzogen. Ging ganz schön lang, bis um 12 ungefähr. Bis um 12 oder so saßen wir auch im Büro und haben das dann uns auch angeschaut. Falls ihr euch das anschauen möchtet, weil ihr es verpasst habt oder so, könnt ihr das natürlich tun. Das Ganze gibt es als Replay auf der Livestream-Seite, haben wir euch gestern ja gesagt, www.pcgames.de/DEP2016, beziehungsweise es kommt auch noch in die App, aber da die Datei halt so riesig ist, muss es erstmal konvertieren und so weiter und so fort. War ein ganz abwechslungsreicher Abend, auch neben den Gewinnern natürlich auch Musikprogramm, Comedy-Programm, ein Quiz, ging eigentlich. Und wer hat denn jetzt gewonnen? Genau, also es gab ja insgesamt 19 Kategorien, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, aber könnt ihr auch nachlesen alles, aber das beste deutsche Spiel, das ist ja so die Hauptkategorie, die ging an Mimimi Productions, beziehungsweise The Delic Entertainment, und zwar hat gewonnen Shadow Tactics Blades of the Shogun, wie ich gelernt habe. Shogun wird das ausgesprochen, nicht Shogun. Und ja, es ist ja dieses Kommando-Style-Spiel. Ist mal wieder schön, dass da auch eins kommt. Hat eigentlich auch, wie ich finde, zu Recht gewonnen. Ich war ja auch in der Jury, deswegen wäre ja auch doof. Hast du auch für Shadow Tactics gestimmt? Ich habe auch für Shadow Tactics gestimmt, ja, das kann ich jetzt hier sagen. Und hat auch noch weitere Preise abgeräumt, glaube ich. Shadow Tactics war so ein bisschen der Sieger des Abends eigentlich, könnte man sagen. Bestes Game Design haben sie gekriegt hier. Bestes PC-Konsolenspiel. Ja, außerdem Dedelic sowieso auch mit Adventures natürlich immer vertreten. Da war Silence so das große Spiel 2016, auf einmal Entwicklerpreis. Bester Sound, beste Story und beste Grafik, ja auch eine große Prestige-Kategorie, ging an Silence. Dann haben wir auch sowas Neues, zum Beispiel die beste VR AR, also VRAR Experience, und das konnte sie Climtech mit The Cry. Nein. Crytek mit The Climb natürlich. Genau. Und ja, wie gesagt, die anderen Sachen. Portal Knights war auch übrigens dabei als bestes Online-Spiel von Keen Games. Und Hall of Fame ging zum Beispiel an den Ingo Horn, der viel Gutes gemacht hat in der Branche. Wenn ihr euch das alles anschauen möchtet, dann schaut euch einfach die Preisverleihung nochmal an. Genau, würde ich auch sagen. Genau. So, kommen wir zu den Spielethemen. Nintendo Switch, es gibt neue Gerüchte, habe ich euch ja gerade schon erzählt. Die Switch soll im Dock-Modus nun doch einen Leistungsboost bekommen. Das stammt mal wieder von der berühmten Nintendo-Leakerin Laura K. Dale von letsplayvideogames.com. Die ist ja ihr Dauergast in der Sendung eigentlich, könnte man schon sagen. Eine Quelle innerhalb von Nintendo hat angegeben, dass die Nintendo Switch im Dock-Betrieb eine höhere Performance erreiche als im Handheld-Betrieb. Allerdings ist in dieser Docking Station keine zusätzliche Hardware, also keine zusätzlichen Chipsätze verbaut. Ja, aber es ist halt interessant, weil die Chips in der Konsole sollen, sobald sie in dieser Docking Station sind, halt mit höherem Takt laufen. Ich weiß nicht, ob das an der Energiezufuhr liegt oder so, dass sie halt einfach höher takten können. Und das ermögliche dann eine 1080p Auflösung am Fernseher. Und der Handheld-Teil, der bringt es ja nur auf 720p, also 720p, genau. Und die Verbindung zum Dock, die wird angeblich per USB-C-Schnittstelle hergestellt. Und zusätzliche Docks, wenn man jetzt mehrere Fernseher beispielsweise hat, in mehreren Räumen und so, und wenn man das Ding da anschließen will, die soll es dann ab Release angeblich kostengünstig zu erwerben geben, was immer das auch heißen mag. Ja, macht ja auch Sinn, wenn da nicht viel Hardware drin verbaut ist, ja, wenn es quasi nur so ein Adapter ist für den Handheld-Teil, dann kann man die natürlich auch kostengünstig vertreiben. Ob das allerdings stimmt, wie gesagt, es sind Gerüchte, und ein weiteres Gerücht, das stammt auch von Eurogamer, das wurde da den angeblich des Öfteren zugetragen. Demnach soll die Nintendo Switch das Spielen von GameCube-Titeln via dieser Virtual Console, also diesem Nintendo-eigenen offiziellen Emulator, ermöglichen. Die bisherigen Nintendo-Konsolen, also die Wii U und die Wii, die konnten ja lediglich die Spiele aus der NES, SNES und N64-Ära jetzt dann als letztes emulieren. Allerdings hat Nintendo da auch sich in Schweigen gehüllt noch. Ja. Die Virtual Console ist noch nicht mal angekündigt für den Nintendo Switch. Würde aber Sinn machen, natürlich, wenn man so einen Emulator hat, dass er dann oft auf der neuen Hardware auch laufen wird. Also macht ja Sinn, die verdienen damit ja auch ein bisschen Geld.
Genau, ein bisschen Geld verdient Telltale Games auch mit Batman Telltale. Das ist ja die aktuelle Adventure-Reihe von Telltale Games. Und ja, der Release der letzten Episode wurde jetzt bekannt gegeben. Heißt City of Light, soll am 13. Dezember auf allen Systemen zur Verfügung stehen. Da, wo Batman Telltale erschienen ist, das sind ja fast alle. Die Episode markiert das Finale der ersten Staffel des Batman Adventures, logischerweise. Und jetzt, wenn man sich natürlich fragt, was mit der zweiten Season ist, da hat sich Telltale aktuell noch nicht geäußert. Ja, interessant, aber vielleicht für alle, die Batman auch noch nicht gespielt haben, die noch nicht in dieses Adventure reingeguckt haben, das könnt ihr euch jetzt ganz unverbindlich anschauen, denn die erste Episode Realm of Shadows steht derzeit kostenlos auf Steam zur Verfügung. Genau. Also könnt ihr einfach mal reinspielen und sagen, ja, ist was für mich, ist es nichts für mich. Könnt ihr mal sehen, ob es euch anfixt und dann könnt ihr die restlichen Episoden. Ich finde es ganz nett gemacht, eigentlich auch als DC- oder Batman-Fan. Ist richtig halt ein Telltale-Spiel, was aber gut umgesetzt ist. Das kann man mal dazu sagen. Assassin's Creed 3 gibt es ab sofort kostenlos bei Uplay. Haben wir auch schon darüber berichtet, dass es kommt. Bis zum 7. Januar könnt ihr euch den Titel im Rahmen dieser Ubi 30 Aktion, 30 Jahre Ubisoft, sichern. Schon in den vergangenen Monaten gab es ja diverse Goodies da und Spiele umsonst. Unter anderem war Splinter Cell dabei und The Crew. Assassin's Creed wird allerdings das letzte Spiel sein, welches Teil von diesem Ubi 30 ist. Und ja, ich erzähle so gleich nochmal zu Ende diese News, dann kannst du mit der nächsten weitermachen. Um euch den Titel zu sichern, braucht ihr halt lediglich einen kostenlosen Uplay-Account und ja, Konsolenspieler, die irgendwie haben nichts zu feiern. Nee, da ist die Ubis 30-Aktion läuft irgendwie nur für den PC, für Uplay. Also bisherige Titel gab es auch für die Konsole nicht kostenlos. Schade eigentlich. Bisschen schade, ja, aber hey. Wenn du einen PC hast, ne, geschenken Gaul, dem schaust du nicht ins Maul. Das ist hier dich doch nicht, was die auf der Konsole spielen. Ja, ja, das ist wieder hier die Master Race. Ist klar, hallo. Start hier, ne? Ja, ja. Ich finde es nicht so gut als vornehmlich Konsolenspieler. Ja. Star Wars Battlefront ist demnächst in der Vault von diesem EA oder Origin Access Programm verfügbar. Ab dem 13. Dezember könnt ihr, wenn ihr da Mitglied seid, den Titel kostenlos auf PC und Xbox One herunterladen und unbegrenzt spielen. Allerdings halt nur die Funktion dieser Vollversion, also der ersten Version, die Inhalte der DLCs, das ist ja beim Mehrspieler-Shooter, wie es Battlefront ist, sind das halt neue Waffen, neue Maps etc. Ja. Auf die müsst ihr verzichten leider, außer ihr kauft es halt dann dazu. Um diesen Vault-Titel zu nutzen, braucht ihr, wie gesagt, diese aktive Mitgliedschaft bei diesem Online-Dienst von EA. Da kostet das Monatsabo ungefähr um die 4 Euro. Jahresmitgliedschaft bei 25 Euro. Wie gesagt, auf PC und Xbox One erhältlich. Und diese Vault, die wächst ja. Ja. Mittlerweile sind es 35 Titel, die da drin sind, unter anderem die komplette Mass Effect Trilogie oder auch so Sachen wie Need for Speed zum Beispiel. Mhm. Und du kannst damit ja auch immer diese Early Enlisted Dinger machen, wie bei Battlefield oder so, dass du es ein paar Wochen vor Release schon spielen kannst. Fast noch das Spannendere an der ganzen Sache, aber diese Vault Dinger, die nimmt man natürlich gerne mit, wenn man da Mitglied ist. 4 Euro, mein ist jetzt auch nicht überaus teuer, aber trotzdem für Osen auch für Osen, muss man auch dazu sagen. Man muss jeder selber entscheiden, ob ihm das wert ist. Erinnerst du dich noch an den Duke? Na klar. Ja, was na ist? Klar. Also ich meine jetzt nicht den Duke Nukem. Ich auch nicht, ne? Der erste Xbox-Controller, der erste Controller für die allererste Xbox damals, der trug bei Microsoft den Codenamen oder den Entwicklungsnamen The Duke. Und der könnte jetzt ein Revival feiern auf der Xbox One. Seamus Blackley, das ist der Mitschöpfer der allerersten Xbox von 2001, der arbeitet an einer Neuauflage dieses Controllers. Das hat er via Twitter bekannt gegeben. Interessant, ja. Hat er so ein Bild von diesem alten Controller gepostet und eben gesagt, er arbeitet da im Moment dran, dass man den auf die aktuelle Hardware auch bringt. Interessant ist ja auch bei Microsoft das grundsätzliche Layout. Von diesen Controllern hat sich seitdem eigentlich nicht verändert. Ja. Zum Beispiel die Analogsticks sind versetzt, genau, auch die Tastenbelegungen sind gleich. Es kamen dann halt noch diese Bumper dazu bei der Xbox 360. Aber im Prinzip ist es ja vom Layout her immer noch derselbe Controller. Warum sollte man das allerdings machen? Das ist eine spannende Frage, ja, weil das Ding war ja nie so das mega beliebte Teil. Das war ja eher klobig und so. Im Gegensatz zum Xbox 360-Controller, der ja dann deutlich besser irgendwie wegkam und so. Aber der allererste Xbox-Controller... Der war halt riesig. Das war halt so ein Knochen. Du hattest dann vorne noch diese zwei Dock-Dinger dran. Ja. Und du brauchst halt riesen Pratzen dafür. Ja, also kleine, zarte Frauenhände zum Beispiel, die konnten damit nichts anfangen. Das Design war sogar bei Microsoft dann so unbeliebt, dass sie den kurze Zeit später auf diesen Duke S, der Xbox S Controller ersetzt haben, der dann zwar immer noch riesig war, aber schon ein ganzes Stück kleiner als der. Ich bin mal gespannt, es wäre jetzt dann der dritte Controller, der für die Xbox One rauskommt. Ja.
Apropos Controller, Oculus Touch ist ja mittlerweile auch da. Und apropos Oculus, wir haben ein Video gemacht zu Star Wars Battlefront, diese X-Wing-Geschichte. Da, ne, allerdings nicht mit Oculus Rift, sondern mit PlayStation VR. Das war mit PlayStation VR, genau. Aber apropos VR und so weiter, könnt ihr euch dann nachher noch anschauen. Ansonsten, wie gesagt, den deutschen Entwicklerpreis, den gibt es im Replay bei uns. Und ja, lasst uns sonst noch, lasst euch einfach noch überraschen, was wir sonst noch für euch im Petto haben. Es ist einiges, das kann ich schon mal sagen. Also, bis dann. Ciao.